Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren... Was machen denn die Zwerge da? Kommt her! Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play... Oh nein! Katze geht nur so kurz? What? Ich sehe aber drin gar nichts. Haben wir noch eine Katze? Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 2 mit Paxis. Katze haben wir noch einmal, aber wir haben hoffentlich genügend... Kräuter etc. zum Herstellen von neuen Tränken. Wir können ja direkt mal gucken. Alchemie. Katze. Oha, 8-mal. Okay, okay. Aber wir haben ja hoffentlich noch mehr von dem... von Dingern, die Äther enthalten. Haben wir noch mehr? Nein! Nur dieser Scheiß... nur dieser scheiß Kartoffelbuff ist, hat Äther oder was? Ach, verflucht. Da müssen wir doch ein bisschen haushalten. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe mal, dass es jetzt wieder nicht nur ein Außenstollen ist, sondern dass es hier tiefer runter geht. Aber es geht immerhin bergab. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh. Moment, ist eigentlich wieder gut, um eine Bombe zu werfen. Ich weiß gerade gar nicht, welche davon am meisten Schaden macht, aber egal. Ich hoffe, dass die Zwerge keinen Schaden bekommen, aber egal. Weg, weg! Och, ich versuche hier wegzuspringen, damit ich nicht in diesen komischen Qualm reinkomme, was auch immer das sein soll. Das klappt einfach nicht. Ich komme auch gar nicht ran, ey. Okay, aber die... ach, ich vergesse es aber auch teilweise einfach. Die Zwerge machen aber anscheinend auch gut Damage, aber gut, es sind halt auch drei Zwerge, ne? Die machen halt... einfach gut Damage, weil sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nichts anderes machen als kämpfen. Ah, da ist jetzt Ruhe. Ohren sind exzellente, schwere Lederhose. Das klingt doch wie eine Verbesserung. Rüstung plus 2, Einäscherungsresistenz plus 6, Giftresistenz plus 6, Blütenresistenz plus 6. Und wir haben Hosen des Magiers. Die haben überhaupt gar keine Rüstung. Helitrop Wirkungsdauer plus 5, Bonus zum Scheißen, Zeichenschaden plus 1. Schwer. Ich würde ja fast sagen, dass die exzellente schwere Lederhose dann besser ist, oder? Ich könnte versuchen, den Leichenfressern den Weg abzuschneiden. Kriegt auf, ihr Bergleute, auf. Verschüttet die Felsplatte mit Kartesche. Schlüssel zum oberen Schacht, Eisenerz, erste Karte von Balin, Balins Aufzeichnungen. Erste Karte von Balin, Karte der ersten Ebene verbergener Grube. Ah, okay. Aufzeichnung des Steigers Balin, erstes Fragment. Arbeiten laufen nach Plan, können offenbar mehr fördern als angenommen. Noch mehr, wenn wir einfach tiefer graben. Wergen wird noch zu alter Größe zurückfinden. Okay, Moment, er hat irgendwas geschrieben von wegen Kartesche und kaputt machen. Und wie kann ich das zum Einsturz bringen? Muss ich denn da dagegen? Okay, zweite verschwendete Kartesche. Hallo. Ach, Tunnel einreißen, ja, ja toll. Das war's dann wohl. Dass sie mir das jetzt erst sagen. Geil, einfach stehen bleiben. Okay, merkwürdig. Lief jetzt, ich brenne auch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Lief jetzt zwar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber egal. Gut, es war also auch ein falscher Weg, aber wir haben jetzt immerhin, denke ich, einen Teil vom Nebenquest erledigt, weil wir den Zugangstunnel von den Biestern da quasi kaputt gemacht haben. Ich frage mich gerade, ob der Schlüssel, den ich bekommen habe, ob das der ist, der da drüben nach links geführt hat. Also sie hatten jetzt, wenn wir jetzt hier durchgehen, ist links eine Tür. Die war verschlossen, da stand da irgendwie Schlüssel benötigt. Ah ja. Gehe ich mal davon aus, dass wir hier weiter müssen, oder?
Wie viele von denen laufen hier noch rum? So. Gibt's hier irgendwas? Ich kann überall Feuer machen, das will ich doch gar nicht. Ich glaube aber, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist ein Leichenfresser. Das andere war aber irgendwas mit Motorhaut oder so. Ja, schön, dass die Zwerge auch wieder teilweise einfach gar nicht mitkommen. Sag nicht. Irgendwie scheint ihn auch nicht wirklich zu interessieren. Oder Streffel einfach nicht, weil ich immer auf den Zwerg schieße. Dann haben wir noch eine Kiste. Drei Orients, na toll. Drei Stück, ist ja mega, mega viel. Den Rest brauchen wir alles nicht. Hallo, lass mich durch. Die Zwerge blockieren aber schon immer geil meinen Weg auf jeden Fall. Oho, da ist wieder ein Leichenfresser. Ne, eine Motorhaut. Ich scheine aber selber nicht die Türen aufzumachen. Zu den Waffen. Na, geh doch mal hin. Hm. Der Gang ist eingestürzt. Geradeaus. Ach, die haben Lampen mit, sehe ich gerade. Naja, ich brauche keine Lampe. Geradeaus oder durch die Tür. Ich gehe mal hier durch. Schlüssel erforderlich, alles klar. Oh, 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 Moment, meine Freunde, Moment. Das heißt, wir müssen erstmal Tränke herstellen. Katze. Da stellen wir mal zwei her. Dann brauchen wir eigentlich auch noch Krähe und Schwalbe. Krähe, ah, cool, Krähe braucht zum Glück was anderes. Da können wir also ein paar mehr herstellen. Dann nehmen wir einfach direkt 10. Und Schwalbe. Ah, Schwalbe braucht nämlich auch diesen Bovist, also dieses Äther, was da drin ist. Das ist schlecht. Was haben wir hier? Gelb. Gibt es da noch andere Sachen? Mutterhautzunge. Ich meine, ich könnte erstmal die Sachen nehmen, die Gewicht haben, fällt mir gerade ein. Das wäre eigentlich am schlauesten. Weil wie man sieht, habe ich da ziemlich viele Sachen, die einfach auch was wiegen. Da brauche ich ja meine Kräuter nicht nehmen, weil die Kräuter, die wiegen nichts. Die sind halt komplett, ja, schwerelos anscheinend. Beziehungsweise gewichtslos. Dann machen wir das erstmal so. So. Und dann würde ich sagen, nehmen wir direkt 5 mit diesen Augen hier. Fertig, das reicht erstmal. Was? Wir haben nichts Blaues mehr? Oh, fuck. Na egal, reicht trotzdem erstmal. Tränke einnehmen. Ist aber auch blöd, dass Katze nur so kurz hält. Aber ich glaube, man konnte im ersten Teil von The Witcher konnte man, glaube ich, einen Trank doppelt einnehmen und dann hat halt sich die Zeit verdoppelt. Das geht hier aber nicht mehr. Also wenn ich jetzt, glaube ich, bei Witcher 1 zweimal Katze genommen habe, dann hat es halt doppelt so lange gehalten. Wie lange ist es immer? 3 Minuten oder so? Na, oh, ich glaube, ich habe gerade gesehen, wir haben noch ein Talent. Ja, ein Talent haben wir. Was ist das? Energieregeneration außerhalb des Kampfes. Das ist halt komplett sinnlos. Das brauchen wir nicht. 2 von 2. Ist alles 2 von 2. So. Ich wollte ja jetzt eigentlich hier auf Igni gehen. Verstärktes Quentzeichen. Jetzt halt magische Energie. Dann haben wir eine Energie mehr. Und dann als nächstes halt Igni. Das werde ich auch machen. Oder wir nehmen das hier. Entlastung. Moment, das ist ein wichtiger. Magische Energie, Energie plus 1 oder Entlastung. Das Quentzeichen richtet reflektierten Schaden auf mehrere Ziele. Anzahl der getroffenen Ziele 2. Ach, das gefällt mir eigentlich sogar fast besser. Okay. Halt, war ja nicht eine Tür. Ach ne, die war abgeschlossen.
Oh, wieder eine Leiche. Schlüssel zum mittleren Schacht, zweite Karte von Balin und Balins Aufzeichnung in 2. Zweites Fragment. Am Morgen kleine Felsspalten in den Gängen entdeckt. Ungefährlich. Habe jedoch zur Sicherheit zusätzliche Stempel aufstellen lassen. Er, Ferdinand Keucht, verträgt wohl die Temperaturen hier unten nicht. Der alte Zusammenhoff, nee Quatsch, der alte Zammenhoff faselt von seltsamen Geräuschen. Wohl endgültig verrückt geworden. Bin sicher, dass wir uns in der Nähe eines größeren Flößes befinden. Lasse Geologen kommen. So, jetzt haben wir erstmal den Schlüssel, aber vielleicht können wir hier noch was zum Einschuss bringen. Gut. Hoffentlich habe ich keinen von diesen Tunneln bisher ausgelassen, die ich zum Einschuss bringen soll. Das wäre sonst blöde. Ich überlege halt gerade, ob ich nochmal zurückgucke. Nee, komm, ist zu weit weg, Kreuz. Ich werde schon alle erwischt haben. Das ist hell. Warum ist es hier so hell? Hä? Ihr lernt es wohl nie. Wie die Zwerge wieder nicht kommen, mir zu helfen, echt. Oh Gott. Wo sind denn die Zwerge? Oh, die blockieren sich gegenseitig an der Tür, die Idioten. So, jetzt vielleicht. Kommt! Hallo! Na, endlich! Meine Herren! Irgendwo, ach, da oben ist ein Loch, da scheint das Licht rein, das ist nicht so geil. Fuck! Hab ich nicht gesehen, dass die schon da sind. Leichenfresser, der scheint größer und gefährlicher zu sein, oder? Gehen wir zuerst platt. Okay. Was wollte ich gerade machen? Ach ja, genau. Mal eine andere Bombe auswählen, weil das Stilett ist weg. Die Tür ist auf Garantie wieder verschlossen, weil wir erst die Leiche finden müssen. Ne, die ist auf. Okay. Aber ging es da nicht noch nach unten? Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Ne, hier geht es da nochmal runter. Natürlich die Frage, in welche Richtung müssen wir? Hoffentlich gehe ich nicht in die falsche. Was lag hier? Eisenerz brauchen wir nicht. Die Tür ist bestimmt verschlossen. Auch die ist offen. Okay. Ach, Mann. Was? Ah, hier gibt's eine Falle. Ach so, wie so eine scheiß Bärenfalle, ey. Ach, noch eine? Sag mir das doch. Da liegen ja eine Menge rum, sehe ich gerade. Einfach mal in jede reinrennen. Langsam rangeht, kann man die auch entschärfen. Nehmen wir die einfach mal alle mit. Scheint auf jeden Fall der Weg zu sein, wo wir lang müssen, wenn hier überall Fallen liegen. Boah, Labyrinth. Ach, liegen denn hier noch mehr Fallen? Das gibt's doch nicht. Das ist ja alles voll. Guckt euch das mal an. Nehmen die natürlich alle mit. Vor allem, es sind ja Fallen, die man immer wieder spannen kann, oder? Wenn ich das richtig sehe. Verstehe gar nicht, warum nehme ich die denn alle mit? Die brauche ich doch gar nicht alle. Cool, die scheinen nicht reinlaufen zu können, wie es aussieht. Ach, die machen so wenig Schaden. Scheiß drauf. Ah.
Ja, scheiß auf die Fallen. Schlüssel zum Magazin. Balins Aufzeichnung 4. Ja, noch nicht mal die 3 oder so, oder? Ach komm, wir lesen erst die 3 und dann die 4. Die werden wir schon noch finden, die 3. Hier können wir nichts mehr machen. Okay. Ach, Katze ist schon wieder vorbei. Okay, ich sehe eh nichts. Ich muss die Katze einfach nehmen. Hoffentlich reichen die Tränke auch, die wir haben. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass das jetzt so knapp werden könnte. Mit irgendeinem Trank. Aber Katze könnte knapp werden. Hier ist einfach nur ein eingeschützter Gang, da ist gar nichts. Dann war es wohl ganz gut, dass wir jetzt hier in die Richtung erstmal gegangen sind, weil wir dann wohl logischerweise in eine der anderen Richtungen den Schlüssel brauchen. Der hier zum Beispiel. Schlüssel erforderlich. Ich habe doch einen eingesammelt. Okay, dann müssen wir wohl ganz zurück und den anderen Weg lang gehen. Da finden wir dann wahrscheinlich auch den Band 3. Ich höre aber immer noch viele Stimmen, also so richtig ausgerottet haben wir hier noch nicht alle. Hier ein Leichenfresser, einer von den stärkeren. Hallo, jetzt. Okay, dann müssten wir hier jetzt, denke ich, den Schlüssel finden für die eine Tür und dann noch dieses dritte Fragment. Da liegt eine Leiche. Was haben wir hier? Eisenerz. Zwergenhammer, Hammer, Elfenmesser, Elfenschwert. Ich lasse das mal hier, damit die Leute, die das wirklich brauchen, benutzen können. So als Verteidigungsmöglichkeit, da kann ich alles klauen. Schlüssel zum unteren Schacht, dritte Karte von Balin und Balins Aufzeichnung 3. Monster, überall, die alten Legenden, der Fluch des Durin, zu tief gegraben, namenlose Mächte geweckt, meine Schuld, muss die Bestien aufhalten, Dummköpfe, lauft. Und die 4? Ich bin Balin Ferguson. Schreibe diese Worte nieder für den naheliegenden Fall, dass ich sterbe, damit ich identifiziert werden kann. Mehrere Tage müssen vergangen sein, seit ich mich in dieser Abzweigung verkrochen habe. Fallen schützen mich vor den Monstern, doch wie lange halte ich ohne Wasser durch? Ich habe den Schlüssel zum Lager. In Gedanken schleiche ich ständig rüber und hole mir Proviant. Der Verstand sagt aber, dass es zu weit ist, als dass ich es schaffen könnte. Ich muss Geduld haben, die Monster wollen schon wieder zu mir vordringen. Später, wenn ich verzweifelt bin, wer weiß. Sie hat also die ganzen Fallen da aufgestellt, okay. Fuck, von wo bin ich jetzt gekommen? Von da. Okay, hier ist auch noch ein eingestürzter Gang, mit dem wir erstmal nichts machen können. Krass, dieses Quentzeichen hält mittlerweile aber echt lange an, das ist cool. Ah, sind schon relativ... Wo kommt der her? Relativ lange Wege, die wir hier teilweise zurücklegen. Ach, cool, weil er gelähmt war, kann ich ihn direkt umbringen. Kommt eigentlich viel zu selten vor. Wir müssen diese Samum-Bombe öfters nehmen. Ah, und der explodiert auch nicht mehr, wie man sieht. Hat also doppelt... Also ist eigentlich doppelt gut, wenn wir ihn direkt so umbringen, weil er dann nicht nochmal explodieren kann und uns Schaden zufügt. Die Zwerge sind aber echt ein bisschen nutzlos, wenn die so hinter einem herrennen. Aber auch keinen Bock auf die zu warten, da gehen wir einfach weiter. Die kommt schon irgendwann. Das Medaillon schlägt aus. Oh oh, wir nähern uns also dem Kraut, das wir brauchen, der Zwergenimmortelle. Auch ein schöner Name.
ist das denn? Was ist das denn? Hallo? Zwerge? Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Sie kommen näher. Ach schade, jetzt kann ich gar nicht sehen, wie das richtig aussieht. Weil ich bloß kralle. Weil ich bloß diese Dinge sehe. Ein bisschen schade. So, dann haben wir erstmal die Kleinen platt gemacht. Jetzt kümmern wir uns um den Kollege da drüben. Scheint schon deutlich stärker zu sein. Aber auch der wird wieder geblockt für meinen Angriff, wie es aussieht. Okay, dann ist es dann doch wieder zu einfach. Fuck, ich hätte ihn so gerne mal normal gesehen. Und das war halt. Das war wohl hoffentlich der letzte. Ah, jetzt vielleicht. Der mit dem Gemüse. Krass. Sieht ja cool aus. Kann ich da bestimmt looten, oder? Ja. Krallenhirn, Nekrophagen, Augen, Nekrophagen, Haut. Was? Sonst nix? Ich dachte, da gibt's jetzt wieder irgendeine legendäre... Irgendwas. Den muss ich denn mitnehmen? Hier haben wir alle mit. Die Wampe voll, die Axt gewetzt, der Schnaps bereit. Herz, was willst du mehr? Hier noch eins. Ne? So, ich glaube, jetzt brauchen wir auch keine Katze mehr. Orens und exzellente Nietenlederhose. Die ist vielleicht ja sogar noch... Das ist ein richtiger Haufen Leichen. Die ist vielleicht sogar noch besser als meine momentane. Ne, Rüstung plus eins nur. Aber die könnte ich doch eigentlich sowieso nicht tragen. Wenn die von Zwergen getragen wurde, dann ist es doch eher unwahrscheinlich, dass die meine Länge hat, oder? So. Machen wir noch Amulettspaß, um zu gucken, ob hier noch irgendwas ist. Tunnel einreißen. Frisch auf, ihr Bergleute, auf. Hol deinen Lohn bei Cecil Burden ab. Ah, wir haben also alle diese Dinger quasi zum Einschuss gebracht und das Nebenquest auch erledigt. Sprich mit Philippa in ihrem Haus. Der Magie auf der Spur. Oh, man sieht echt zu wenig. Aber ich habe auch keine Fackel, oder? Also es wäre mir neu, dass wir eine Fackel hätten oder so ein Scheiß. Wir haben echt nur die Möglichkeit über Katze, aber ich muss ja jetzt nur rauslaufen aus diesem Gang. Ah, cool. An die Oberfläche zurückkehren. Da brauchen wir also... Das ist natürlich schön, dass wir wenigstens dann hier uns teleportieren, in Anführungsstrichen, können. Danke für deine Hilfe, Sultan. Nicht der Rede wert, war doch ein Riesenspaß. Genug geschwafelt. Zeit für einen Schnaps. Ich werde erst mal gucken, ob das Futteral noch auf den Kleinen wartet. Übertreib's nicht, sonst kriegst du hinterher keinen Humpen mit deinen Kumpanen mehr gestemmt. Speichern. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Folge. Wir sind gut vorangekommen. Und wir sehen uns morgen. Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis. Tschüss.